So, willkommen zurück, beziehungsweise willkommen doch zurück zu dem zweiten Teil. Die Hauptgeschichte von The Book of Unwritten Tales, diesmal jetzt das CD-Cover, beziehungsweise DVD-Cover vom Hauptspiel. Hinten sehen wir auch, es hat einige Preise abgeräumt, beziehungsweise gute Bewertungen, Preise glaube ich auch. In Aventasia herrscht Krieg. In den ewigen Kampf der Allianz der freien Völker. Gegen die Schattenarmee kommt endlich Bewegung. Ja, hier hinten noch ein paar Screenshots mit drauf, wie es ja so üblich ist. Herrlich komische und sehr hübsche Perisflage auf alles im Dunstkreis von Abenteuern und Fantasy von GameStar. Da sehen wir nochmal das Vieh. Ab 12 Jahren freigegeben. Und erlebe ein humorvolles und turbulentes Point-and-Click-Adventure in einer völlig verrückten Fantasy-Rollenspielwelt. Ja, wie gesagt, hier vorne sehen wir dann einmal Wilbur, den wir spielen werden. Also die vier Hauptcharaktere, Ivory, die beiden hier sind ja neu. Und Nate und das Vieh, die haben wir bereits im Prequel schon kennengelernt. Ja, innen drin ist leider jetzt nicht allzu viel zu bieten, da ist nämlich einfach nur die CD und leider kein Handbuch mit dabei. Und das war's dann auch schon. Ja, finde ich zwar etwas schade, aber gut, ist halt leider nicht zu ändern. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit dem Let's Play dazu und hoffe, es gefällt euch.